Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Shakes and Fitchen Challenge mit Magic Doom, Waterball und dem D-Day. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Nee, naja, egal. Startfach ist zu Ende. Ich kaufe jetzt wieder ein bisschen den Laden leer. Wie ihr gerade gesehen habt, ist natürlich wieder kein Sammelalbum dabei. Das erfreut mich und ja. Jedes Mal dasselbe Prozedere, leer kaufen. Drei Waffen drin, ich bin am Überlegen, aber ich spoilere mal wieder ein bisschen, es wird geil. Da probiere ich jetzt den Nachtghoul. Ich weiche irgendwie nicht aus und da überlegt er mir und jetzt fängt die Zeit an. Ich weiche jetzt, glaube ich, viermal hintereinander aus und hol auf. Und jetzt hittet er wieder. Also die Chance, viermal auszuweichen, ist beim Kundi um die 6%, viermal hintereinander. Ja, also ist das schon gut, wenn man so oft ausweicht. Und die erste Quest hat begonnen. Ich skill natürlich wieder ein bisschen und erreiche Level 20. Ja, ich bin zu dem Zeitpunkt letzter Challenge, finde da einen neuen super Bogen. Und sofort schaue ich jetzt gleich natürlich nach. Kann ich noch was im Laden kaufen und gebe mich wieder eine neue Quest. Arena-Kampf noch eben schnell. Mit Sammelalbum wäre das alles viel schöner, weil dann würde es immer hüpfen. Aber ja, Shakes and Fidget mag mich anscheinend nicht. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt, ob ich den Dungeon probieren kann. Und ja, ich will es unbedingt jetzt packen, weil ich werde ihn packen. Und ja, gucken wir uns den Kampf an. Ich bin eindeutig jetzt überlegen. Jetzt. Wird zwar etwas knapper, aber ich kriege einen richtig geilen Epic-Bogen. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, Anfangsschaden geht runter, dafür mehr Crit und so weiter. Und ja, weiter geht's mit dem Questen. Arena-Kampf. Da wieder ein bisschen überlegt, was nehme ich. Ich habe natürlich versucht, einen Pilz zu finden und nochmal zu blättern. Aber auch noch irgendwie auf Erfahrung zu gehen. Und Level 21, währenddessen meine anderen Leute in der Challenge schon weiter höher sind. Ich bin zu dem Zeitpunkt letzter. Jetzt finde ich den Dungeon-Schlüssel von Dungeon 2. Öffne sie, aber kann leider noch nicht rein, denn ich bin richtig Dungeon-geil. Ja, da wird mir gratuliert zu der Epic-Waffe. Die Day ist zu dem Zeitpunkt noch Level 22 oder beziehungsweise schon 22. Und jetzt kill ich mir nicht mal ein bisschen, mein Alu ist leer. Jetzt mache ich den Wasserglumpf. Ja, ich habe mehr Leben, fast mehr Geschick. 4 Punkte, da machen aber auch nicht mehr die Welt aus. Und mehr Crit, deswegen eindeutig überlegen. Und ja, das war's. Wir sehen uns. Ciao. Ja, liebe Leute, ihr habt gerade mal wieder meine Abenteuerlust gesehen. Ja, das Video kommt mal wieder etwas später, zumindest jetzt die Live-Version, da ich jetzt den ganzen Tag am, oder nachmittags zumindest, an der SV-Montage saß, die ihr jetzt auch gleich irgendwo in irgendeiner Ecke sehen werdet und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr meine Montage angucken. Es wäre nett, wenn ihr die bewerten würdet und Kommentar drunter schreibt, wie ihr sie fandet. Wenn ihr keine Ahnung von es vorhabt, achtet bitte dann auf das Edit, wie ihr das Edit findet, denn es geht mir da mehr ums Edit als ums Gameplay. Ja, das mal so ein kurzer Werbeakt und oh, wir probieren Raid. Und den haben wir gepackt, sauber. Gut, dann machen wir Level wir noch schneller in der Challenge. Und ich denke mal, D-Day hat immer noch kein Album, okay. Das heißt, in der Arena, wie weit sind wir denn da? Ja, ich bin eigentlich komplett letzter. Aber da kann sich ja noch einiges ändern, denn es gibt ja drei Wettbewerbe. Waterball führt momentan extrem. Und ja, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns laut meiner Uhrzeit gleich in der Serverumschau. Und ja, bitte das SV-Video gucken. Bis dann, ciao.